Na gut, dann schauen wir mal weiter. Müsste alles passen. So. Man, ich sag's euch, ein zweiter Monitor wäre wirklich Bombe. Aber da ist halt nichts, ne? Doch, jetzt habe ich natürlich wieder vergessen zu gucken. Passt. Ich könnte wieder Fraps nehmen, aber so ist es halt einfach angenehmer für mich. Das ist zwar vielleicht am Anfang ein bisschen blöd und nicht so toll zum Angucken, aber es hilft alles nichts. Hilft alles nichts. Hilft nichts. Es ist so für mich einfach viel bequemer zum Aufnehmen, weil ich nicht mehr alles rendern muss. Der PC muss nicht immer wieder über die ganze Nacht laufen. Das Hochladen dauert auch nicht so lang, weil die Dinger nicht so groß sind. Für mich hat es halt eigentlich nur Vorteile. Und ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Naja. Ich könnte es wegschneiden, aber dann. Sonst, nee. Nee, nee. So. Die werden Speerschleuderer. Die werden das. Ich weiß nicht, was der Rest werden soll. Keine Ahnung. Und das werden Wolfsreiter. So. Und der Rest geht da hoch. Fertig. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das wünsche. Ah, hab kein Geld mehr. Passt ja schon mal super. Ein Leuchtfeuer, das sollte ich einnehmen. Na, das ist auch besser so. Oh, das ist doch eine schöne kleine Armee, die ich hier habe. Ist jetzt meine Meinung. Aber gefällt mir eigentlich ziemlich gut. So. Ja. Ja. Ein Lager des Feindes wurde entdeckt. Sehr schön. Dann nehmen wir doch mal alles auseinander. Da ist der Mund Saurons. Der kriegt jetzt ordentlich aufs Maul. Hoffe ich doch. Na, wo ist er? Ja, das macht er. So, hier reiten wir drüber. Die gehen dahin. Ja, geht. War teuer, aber geht. Solange ich die Schlacht gewinne, ist alles in Ordnung. Ja. So. Ich würde ja so gern noch mehr StarCraft-Blogs schreiben. Im Coaching, das tut sich gerade nichts. Da finden sich einfach keine Leute. Ist ein bisschen schade, aber ich kann es verstehen. Aber das mit dem Blog schreiben, es kostet halt Zeit, ne? Und derzeit spiele ich einfach nicht so viel. Leider macht mir das Spiel derzeit auch nicht so viel Spaß. Und man merkt's auch. Und ich versteck's auch nicht wirklich, weil das macht einem auch keinen Spaß. Das ist so. Dann fresse ich es nur noch mehr in mich rein. Es muss mir ja erlaubt werden. Yes, wir haben es fast geschafft, Jungs und Mädels. Fast. Es muss mir erlaubt werden. Ich meine, wenn ich jetzt in jedem Video nur noch rumweine, dann ist auch nicht schön. Aber so ein bisschen Menschlichkeit darf ich hier wohl doch zeigen, ne? Dass ich sag, hier, das gefällt mir nicht und das gefällt mir nicht, weil. Und derzeit ist es halt leider so, StarCraft macht mir einfach keinen Spaß. Punkt. Das ist das Ding. Das Spiel macht derzeit einfach nicht so wirklich Spaß. Leider. Leider, leider. Schön. Ich habe doch hier noch. Ja, genau, der kann auch noch dahin. Jetzt habe ich natürlich vergessen, die Truppen nachzuziehen. Blöde Aktion, aber was willst du machen? Aber na gut. Na gut, whatever. Ah, hier ist noch einer. Hui. Wo kommt denn der daher? Habe ich wieder vier? Nee, warte. Eins, zwei, drei, vier. Doch, ich habe den richtig ausgebildet. Ah, schick, das hat funktioniert. Richtig. Ja, cool. Cool. Das wird er doch bitte nicht versuchen wollen. Ja, danke. Das wird er versuchen wollen, aber hoffentlich voll auf die Ömmel bekommen. Gucken wir mal.
Totensümpfe. Ah, keine schöne Map. Die Totensümpfe sind keine schöne Map. Nicht wirklich. Nicht wirklich. So, da fertig geladen. Nein. Nicht wirklich schön. Ich meine, ich muss da noch eine Kleinigkeit. Ich glaube, dass er dort ist. Sicher sein kann ich mir nicht. Wir haben jetzt mehr Baumeister, nachdem wir Runen unterworfen haben, glaube ich. Das ist natürlich auch eine ziemlich nette Geschichte. Ja gut, mit dem Magier ist es eh gewonnen. Warte mal, das machen wir jetzt anders. Wir gehen dahin, in Position laufen dann, aber der Magier und der Walder, die gehen so schon nach vorne. Das müsste dann ganz gut laufen. Okay. Jo, passt. Na, wo bauen wir noch? Da ist er ja. So. Und tschüss. Cool, cool, cool. Ich glaube mal, das haben wir schon gewonnen. Das macht nichts. Der wird wiederbelebt. So, dann die Typen da töten. Ja, nee, das ist gewonnen. Da hat er keine Chance. Wenn ich da mit solchen Truppen reinballer, dann war's das. Dann ist es einfach vorbei. Dann ist das einfach vorbei. Hoho, der zerlegt das Gebäude mit einem Blitzschlag. Oh oh. Jetzt haben wir hier. Boah, der hält ja gar nichts aus, der Oliver. Und tschüss. Ah, Katapulte. Wir müssen aber nur noch den Baumeister töten, haben wir gewonnen. Hihi. Fertig. Auf Wiedersehen. Ganz, ganz einfach. Ohne Probleme. Einfach weggeballert. So, das war dann schon mal ziemlich easy. Und dann müssen wir noch hier kämpfen. Na, wollen wir doch mal gucken, ob das Minas Tirith gehört dann auch endlich uns. Ich glaube, dass ich in dieser Aufnahme jetzt mit dem Ringkrieg fertig werde. Ist zumindest wahrscheinlich. Vielleicht nicht. Wir werden es sehen. Aber wahrscheinlich. Und danach? Danach starte ich mit den Uruk-hai. Ob das glaubt oder nicht. Ich finde es voll cool, wenn man mit drei Baumeistern starten kann. Das hat ein richtig. Das ist ein richtiger Vorteil. Ich meine, das Geld wird zwar schneller knapp. Das könnte ein Nachteil sein, aber insgesamt muss ich sagen, ist es schon richtig nice. Ist halt einfach besser, ne? Ist halt einfach besser. So. Oh oh. Orks. Orks sind gefährlich. Mit denen legen wir uns nicht an. Stopp! Stopp, stopp, stopp. Das müssen wir zerstören. Ist das Stürmer? Naja. Ist jetzt nicht so das Schlimmste gewesen, ne? Bauen wir mal eine Festung. Das passt dann schon. Der kann sich da hoch teleportieren. Mal sehen, was er da oben findet. So. Das können wir zerstören. Das können wir zerstören. Den Baumeister können wir töten. Das können wir zerstören. Ich könnte es auch einnehmen, aber hier, das macht jetzt echt keinen Unterschied mehr. Das ist ziemlich egal.
So, sobald das Gebäude vernichtet ist, haben wir das auch hinter uns. Es darf halt jetzt bloß nicht passieren, dass der Baumeister da oben entkommt, ne? Das darf jetzt nicht passieren. Das wäre jetzt richtig schlecht, wenn das passieren würde. Vielleicht ist er schon tot? Ah, fast. Fast ist er tot. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Ja, ihr dürft da ruhig angreifen, ne? Macht's schneller. Ist ja gar nicht so blöd. So. Ein Feind wurde vernichtet. Na, fast. Hat noch einen Baumeister rausquetschen können, aber das hilft ihm jetzt auch. Wir haben einen Feind vernichtet. Und tschüss. So, Gondor. Jetzt gibt's nur noch Mordor. Runde 50. Und das war's dann. So, wir marschieren vorwärts. Da macht er nichts mehr. Der ist geliefert. Ende. Absolutes Ende. Doch, doch. Ich glaube, das kriegt man. Na, vielleicht noch nicht. Aber ich glaube, ich mache das jetzt einfach über Zidane ein bisschen und gut ist. Ja. Beziehungsweise, vielleicht auch nicht. Ich möchte es nämlich schon schön abschließen, immer in diesem Dreier-Rhythmus. Da werdet ihr mich jetzt vielleicht nicht für mögen. Aber ich werde jetzt hier einen kurzen Cut machen. Macht dann die letzten drei, dann werden die Episoden halt ein bisschen kürzer. Aber wie gesagt, ich sollte ja auch eigentlich jetzt lernen statt machen, ne, statt aufnehmen. Deswegen bin ich jetzt auch auch gerade ein bisschen am Rumraschen. Ist vielleicht nicht schick, aber es hilft nichts. Also gut, wir sehen uns in der nächsten Episode dann wieder. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.